Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es mal wieder ein Video aus der Reihe der YouTuber-Bewertungen. Ob es jetzt der YouTuber-Almanach ist, ich meine, wir können einfach mal den Vorspann gleich laufen lassen. Das kam vor allem das Video auf dringender Nachfrage von The Scorp, der einfach nicht locker gelassen hat, denn es geht um Sascha Huber. Dementsprechend vielleicht auch mal eine andere Einleitung. Hallo! Also, heute gibt es wieder ein neues Fitnessvideo von mir, wo ich, ihr werdet es gar nicht glauben. Naja, so oder so ähnlich kennen wir das ja. Nun ja, jetzt erstmal der fette, epische Vorspann. Da sind wir auch und jetzt noch an alle, die grundsätzlich das Problem mit dem Kanal haben, wenn ich andere Leute bewerte, andere Systeme bewerte. Deswegen muss es leider einen kleinen Prolog immer wieder geben, weil ein paar Vollmeisen es einfach nicht ganz raffen, was so ungefähr die journalistische, oh wow, Nachricht für mich, Freiheit ist, in der man auch mal rezensieren darf. Erst recht, wenn es um Leute gibt, die sich nun mal der Öffentlichkeit stellen, wie es die YouTuber auch sind. Ist also kein Hate, ich will denen kein Messer in den Rücken stecken, die meisten zumindest nicht. Und das verstehen nur sehr wenige, die dann wieder rumheulen. Oh, ich finde den Sascha aber so toll oder ich finde den und den so toll oder ich finde den Theater so toll. Das kennen wir ja, immer wieder leidiges Thema. Also, ich beleidige hier niemanden und wenn, dann setze ich mich auch fachlich damit auseinander. Und selbst wenn ich die Persönlichkeit von meinem Standpunkt aus erläutere, was mir daran nicht gefällt, dann heißt das nicht, dass das hier eine Morddrohung nach sich zieht. Also, wer das nicht versteht, der ist hier definitiv falsch und sollte solche Videos vermeiden und darf dann direkt wieder zum nächsten Erklärvideo für irgendein Fitnessgerät zappen. Für all die anderen, die können gern dranbleiben und erfahren, was ich über Sascha Huber denke und warum, denn begründen werde ich es ja auch. Also, schauen wir zunächst einmal rein. Sascha Huber ist mittlerweile, würde ich sagen, so in Europa und auch tatsächlich wahrscheinlich, ja, auf der Welt einer der erfolgreicheren und in Europa eben der erfolgreichste, glaube ich, Influencer für Fitness auf YouTube. Vor allem ist er hier aufgefallen, den meisten Leuten als Österreicher, der er ist, durch sein Liegestütz-Challenge, den ja sehr viele aufgegriffen haben und dann hat er sich viel weiter noch in Richtung Liegestütze entwickelt und ich glaube sogar Weltrekorde geholt und so weiter. Und das war das, wo die meisten ihn dann drüber kennengelernt haben hier, glaube ich. Und jetzt hat er mittlerweile über 1 Million Abonnenten. Man muss sich mal überlegen, dass normalerweise bei Fitness-YouTube ein großer, ein richtig erfolgreicher Fitness-YouTuber 200.000 bis 300.000 Abonnenten hat. Er hat 1,1 Millionen. Das ist echt unglaublich. Und der Hype, der kam vor allem so in den letzten 12 Monaten viel zustande. Und naja, seitdem ist Sascha Huber dann nicht mehr wegzudenken. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Grundsätzlich erstmal zu seinem Content. Auch hier wieder kleiner Prolog. Ich kann jetzt natürlich nicht auf Basis von jedem einzelnen Video, denn der junge Mann, der hat eine ganze Menge, eine Bewertung abgeben. Ich kann nur reinseppen, gucken, was ich so von ihm finde und das werde ich auch mit euch zusammen mal so ein bisschen machen und gestalten und dann einfach schauen, was halte ich davon und was halte ich auch von seinen Tipps. Erst einmal, wenn ich seinen Kanal durchstöbere und hier auf den Videos bin, dann sieht man schon, in welche Richtung es viel geht. 7 Minuten Sixpack-Workout für zu Hause, 30 Minuten Ganzkörper-Workout für zu Hause. Und das hier ist alles bei den beliebtesten Videos. Das sind also jetzt nicht nur zur Corona-Zeit. Heißt, Sascha Huber ist eigentlich hauptsächlich vor allem dafür bekannt, dass er die sich an die Trainierenden wendet, die einen fitten Körper haben wollen, denn er ist wirklich richtig fit, auch wenn das sicherlich wieder zu sehr gehypt wird von den meisten, aber er ist richtig fit. Er ist ein Ausdauersportler, er hat einen muskulösen Körper, aber eben keinen massigen Körper. Der Junge, der passt wahrscheinlich in mein rechtes Bein rein. Der ist echt nicht breit. Das ist auch schon so das Erste, was ich höchstens an manchen Fans auszusetzen habe, dass die plötzlich ausrasten und seinen Körper so hoch bewerten. Würden sie ihn in Real Life sehen oder mal mehr darauf achten, würden sie merken, okay, so muskulös ist er nicht, aber der ist echt
durchtrainiert. Und das ist ja auch gar nicht sein Anspruch. Also auch das hier ist ja gar keine Kritik gegen ihn. Ganz im Gegenteil, ich habe einen großen Respekt vor fitten Leuten, weniger jetzt unbedingt immer vor den massigen Leuten. Insofern, ja, er ist fit wie ein Turnschuh und geht gar nicht so sehr auf Masse. Dementsprechend, man findet auch kaum auf seinem Kanal mal Gym-Training, Gym-Workouts, wo er wirklich Maschinen vorstellt oder so etwas, sondern er richtet sich vor allem an den sportlichen, fitbegeisterten Zuschauer und bringt sehr viel Entertainment. Wenn man hier mal durchgeht, das hier sind, könnte jetzt bei den neuesten Videos viel natürlich mit der Corona-Zeit geschuldet sein, dass er viel zu Hause macht. Aber auch davor haben wir gerade gesehen, er hat auch schon vor 2 Jahren immer wieder Homeworkouts gemacht. Und das ist so das, was er hauptsächlich tut. Zeigen, wie man zu Hause trainiert. Da schalten wir dann gleich mal etwas näher zu rein. Wie ihr es schon am Anfang meines Videos gesehen habt, was ich so gar nicht mag an ihm, und das ist so mein größtes Problem, das ich mit ihm hätte, ist, dass er wahnsinnig unauthentisch wirkt. Er gibt sich immer so begeistert und so gespielt, man sieht regelrecht, wie er schon fast darauf gewartet hat, Kamera an und dann davor springt. Woohoo, yeah! Und das macht er mit so einer Show, dass es mir teilweise echt einen richtigen Fremdscham abverlangt. Also, wenn ich sehe, wie er das spielt, wie K.O. er ist, ich habe es einmal erwähnt bei dem 1000 Liegestütz-Challenge, man muss sich mal vorstellen, als er den ersten gemacht hat, der hat immer wieder zwischendurch so getan, oh, ich bin so fertig, ich bin so im Arsch, ich bin so kaputt, oh, ich kann nicht mehr. Und dann macht er noch 200 weiter und so. Das ist eine solche Show und das mag ich überhaupt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das ist so ein bisschen wie Wrestling. Ich konnte nie die Leute nachvollziehen, die sich Wrestling angeguckt haben, weil man einfach weiß, das ist eine Riesenshow. Und das hier meint er, glaube ich, auch ernst. Also er tut wirklich so, als würde er es verkaufen wollen, als, boah, war das jetzt aber anstrengend. Ich meine, der Junge, der hat mittlerweile bewiesen, dass er Weltrekorde mit Liegestütz aufstellt und würde nach den ersten 50, boah, zieht das rein, oh, ich bin so. Und genauso fängt er auch immer an. Es kann sein, dass er das als Motivationsart sieht. Und es kann auch sein, dass das manche als Motivationsart hinnehmen. Allerdings, bei mir wirkt es überhaupt nicht, sondern sehr abschreckend. Ich kann mir wirklich kaum ein Video von ihm angucken, weil ich diese Art so gar nicht mag. Und es ist ja etwas, wo ihr das bestätigen könnt. Der YouTube-Trend ist ja eigentlich immer mehr hin zu real sein und authentisch sein. Und das ist ja so ganz und gar nicht. Das ist so der größte Fail, finde ich, wenn es um seine Persönlichkeit und sein Auftreten geht, dass er so unglaublich gefaked ist wie kaum jemand anderes. Ich meine, so ein Simon Teichmann kreidet es mal öfters an. Simon Teichmann ist dagegen ein offenes Buch. Nun ja, grundsätzlich zu seinen Workouts, wir gehen jetzt mal ganz gerne in einigen davon rein und schauen einfach mal, was er da zu sagen hat. Wie zum Beispiel Pull Day, Muskelaufbau extrem. Da stellt er jetzt ein komplettes Rückenprogramm vor und wir schauen einfach mal rein, was er dort so vorschlägt, wie man trainieren soll und für welche Zielgruppe das vielleicht geeignet ist. Und da ist er schon wieder. Woo, yeah, ist irgendwo runtergesprungen, klar. So, er widmet sich am Anfang sehr dem Warmmachen, vor allem die Schulterrotatoren und so. Ist alles okay. Jetzt aber grundsätzlich schon einmal zu einem Thema, das ich auch später nochmal ansprechen würde. Er gilt so als derjenige, der vor allem Homeworkouts macht und schreibt das natürlich auch groß drauf. Schaut mal, das ist ein kleines Fitnessstudio, das der da hat. Der hat Hanteln, die bis zu, was sehe ich da, 40 Kilo hochgehen. Ein komplettes Hantelset, das man sonst nur im Fitnessstudio hat. Ich weiß nicht, ob man das noch als Homeworkout verkaufen kann, denn dieses Set hat da kaum jemand. Der hat Rollen, der hat Bänke, der hat sein kleines Fitnessstudio. Und dann zu sagen, das ist ein Homeworkout und das könnte da jeder nachmachen, wie will man das machen? Also das richtet sich tatsächlich eher an sportliche, an dünnere Leute. Und hier sehen wir auch eine andere Sache. Ich halte es mal fest. Schaut euch dieses mal an hier. Das fällt mir fast in jedem Video auf und das geht mir auch mächtig auf die Nüsse. Mittlerweile wissen wir alle, was es für eine Thumbnail-Politik gibt. Und hier sehen wir es direkt auf einem Bild. Schaut euch mal bitte das Thumbnail an. Da haben wir es. Und dann schaut euch an, wie er wirklich aussieht. Das ist ein sportlicher, ja, straffer Typ. Als muskulös würde ich den schon nicht sehr bezeichnen. Also es ist schon wirklich schwer. Und jetzt guckt euch mal dieses Thumbnail hier unten an. Und sobald ich drauf gehe, seht ihr das? Das ist schon wirklich wie ein Witz. Dann ist dahinter dieser schmale Typ. Aber da, boah, da könnte er wirklich irgendwo auf die Bühne gehen, bei einem Bodybuilding-Wettbewerb. Und das zieht sich durch all seine Thumbnails wirklich durch. Das ist schon, finde ich, sehr daneben. Das ist einfach zu viel. Warum? Das ist doch nicht mal seine Zielgruppe. Er versucht es doch gar nicht zu verkaufen. Und das unterstützt so ein bisschen das, was ich gesagt habe. Er ist wirklich
absolut alles andere als authentisch. Nun ja, gucken wir weiter rein. Hier widmet sich er sich seit dem Aufwärmen und dann kommt er zur ersten Übung. Das ist quasi eine Ruderübung, die erklärt er hier ganz kurz und dann geht es hinten rein. Das Ganze macht er mit 10 Kilo, hält dann schön an, macht das Ganze sehr bewusst und kontrolliert. Hier muss ich sagen, ja, ich weiß nicht, warum er unten jetzt so lange wartet und aber das ist jetzt alles Klagen auf hohem Niveau. Ich will jetzt gar nicht ankommen damit, dass er das nicht kann und die Bewegungsausführung nicht drauf hat oder so. Das hat er alles. Da sehen wir wieder, sportlich, aber ganz ehrlich, ich bin Bodybuilder. Ne? Also denkt immer daran, dass ich mich hier nicht vergleichen will und sagen will, ich bin fitter als er. Ich konnte nicht mal ansatzweise so viel Liegestütze zu irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens. Der ist krass fit. Aber für all die da draußen, die den immer mit Bodybuildern vergleichen oder so, also so sah ich aus, da habe ich ein Jahr trainiert oder so. Wer also größere Ziele hat, und mein Kanal richtet sich ja eher an Bodybuilder, der kann sich kaum Tipps von ihm wirklich abholen, auch nicht für zu Hause. Jetzt macht er hier danach anschließend Bizeps. Was ich immer raten würde, ist, nicht den Bizeps dazwischen zu trainieren, sondern tatsächlich erstmal den Rücken komplett fertig zu trainieren. Und das ist auch so eine Kritik. Ich habe mir das Video ganz angesehen und er macht sehr viel für den Bizeps und hat tatsächlich davor, bis auf am Anfang das Aufwärmen, nur eine große Übung jetzt für den Rücken gehabt. Der ganze Rücken, die komplexeste Muskelgruppe am gesamten Körper. Und jetzt macht er für den Bizeps nochmal genauso viel. Und bereits der Bizeps war auch bei dem Rücken involviert. Also man muss sich mal vorstellen, der macht jetzt hier quasi auf jede Rückenübung, Rückensatz, macht er drei Sätze für den Bizeps. Das ist seltsam, verstehe ich nicht ganz. Hier macht er noch eine Isolationsübung. Die ist auch mehr für den Rücken, die macht er noch hinten dran. Ich kann die Reihenfolge nicht ganz nachvollziehen und es ist auch alles andere als wirklich effektiv. Wenn ich euch ein Muscle-Workout für zu Hause geben würde, für den Rücken, dann würde das ziemlich anders aussehen. Und das habt ihr bei mir schon in einem Video gesehen zum Corona-Teil, aber da wird jetzt auch noch was folgen für die Zeit. Also, wenn ich da jetzt nur so reinseppe und dieses sporadische Video nehme, halte ich als Trainer nicht unbedingt viel von, selbst unter dem Motto Homeworkout und wir wollen ja auch nur fit sein. Natürlich wird man damit irgendwie fit, aber es ist nicht effektiv fit werden. Das geht effektiver. Jetzt gucken wir uns das Ganze vielleicht nochmal beim Pushday an. Ah, er fliegt wieder von oben. Woo, ey Leute, na alles klar. Da fängt er an auch mit einem Aufwärmen quasi von der Brust, ist dann irgendwann warm. Auch hier sehen wir wieder ein netter, athletischer Körper. Das hier habe ich auch gemacht. Das kann man noch mit Bändern unterstützen, um da einfach nicht zu viel zu machen. Gerade wenn man so ein Liegestütz-Weltmeister ist wie er, wird das hier relativ wenig bringen, wenn man davon seine 20 Wiederholungen nur macht, 30 Wiederholungen oder so. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Aber gut, er zeigt es hier für den Zuschauer, der nicht unbedingt Weltrekordhalter für Liegestütze ist. Und das hier nennt er eine Schulterübung, das ist nur eine bedingt gute Schulterübung. Das kann man wesentlich besser machen, vor allem bei dem Hilfsmittel, das er da oben hat. Und er hat die ganzen Kurzhanteln. Warum er die, boah, der hat ja sogar eine Kettlebell-Parade da hinten, die ist ja größer als in meinem Fitnessstudio. Krass, ja. Was er noch als effiziente Brustübung macht, ist hier, er macht fliegende, auch das ist gut. Auch hier würde ich empfehlen, macht es nicht so wie er, dass ihr da auf dem Boden seid, sondern schaut noch, dass ihr mit eurem Rücken irgendwo aufliegt. Dann könnt ihr die Ellbogen ein bisschen weiter zurücknehmen und ein bisschen mehr in die Dehnung reingehen und habt ein wenig mehr Bewegungsamplitude. Ihr seht, die ist bei ihm dann ein bisschen eingeschränkter. Deswegen, da würde ich ein bisschen mehr in die Dehnung gehen. Ist gar nicht mal so schlecht, ist aber nicht unbedingt notwendig. Also das ist jetzt auch wiederum keine Kritik. Danach macht er wieder weiter was für die Schultern. Ich weiß auch nicht, warum man die Schultern zwischendurch bearbeitet hat, weil dann ist die Brust eh nur K.O., aber das Ganze ist auch auf fit getrimmt. Ihr seht, da oben läuft immer der Timer und fit werden tut man dadurch schon eher. Ja, gar nicht mal so schlecht. Seitheben noch, also auch hier, er macht wieder für die Schultern irgendwie gefühlt mehr als für die Brust. Dann kommt für den Trizeps noch was hinterher. Auch das ist okay. Es gibt mindestens 4-5 Übungen fallen mir ein, die einfach besser sind für den Trizeps als das. Das hier kann zum einen stark auf die Ellbogen gehen und zusätzlich hat er so viele Sachen da, damit kann man effektiver trainieren. Warum er genau die Übung nimmt, ist mir unklar. Nun ja, er tut wieder so, als wäre er wahnsinnig K.O. Ich wette, sobald die Kamera aus ist, wird er gar nicht so K.O. sein, denn immerhin haben wir schon mehrmals festgestellt, der Junge ist fit. Also auch das wieder ziemlich viel Fake-Getue. Finde ich immer wiederum schade. Jetzt schauen wir mal grundsätzlich.
Ein Aspekt seines Kanals ist, er ist mehr auf Unterhaltung getrimmt. Man sieht sehr viel, er hat auch noch einen Zweitkanal, wo Sascha reagiert. Das ist so trashig, alleine der Vorspann. Ich krieg's nicht hin, mir nur den Vorspann anzuschauen, wo mit einem Hip-Hop-Rap, Deutsch-Rap gesagt wird, dass Sascha immer cool und fresh reactet. Und da macht er nur Reaktionen. Ich weiß nicht, warum sowas funktioniert auf YouTube und ich finde es wirklich, es ist sehr hart für mich zu ertragen. Nun ja, aber wir sehen hier alleine schon seine Überschriften. Mache das jeden Morgen, meine echte Morgenroutine und so weiter. Sowas wie die leckerste Fitnesspizza der Welt. Ich esse wirklich in 24 Stunden. Alles ist auf viel Unterhaltung aufgebaut. Und Motivation, und hier sieht man auch Sascha Huber versus Profitoner. Das erinnert so ein bisschen auch an die Hardgainer-Crew, die auch sehr viel auf Unterhaltung eher gemacht haben und jetzt weniger unbedingt nur auf reine Informationen immer aus waren. Und natürlich immer wieder solche Themen wie 30 Tage kalt duschen, was bringt's? Das erinnert so ein bisschen an Fitness-Oscar, der auch eigentlich mehr diese Unterhaltungssachen macht und merkt, das läuft einfach ganz gut. Auch da, er passt sich da einfach mehr oder weniger an. Ganz viel 1000 Liegestützen, Reaktionen hier und guckt einfach, dass er da möglichst viele Views und Stimmen einfängt. Auch nicht so ganz meine Art und das, was ich unbedingt richtig gut finde. Und nun ja, jetzt habe ich viel gesprochen und vielleicht so eine kleine Übersicht geschaffen. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, etwas übersichtlicher, ganz nach dem Fitness-Almanach in Worte und in eine Tabelle zu fassen. So, hier sehen wir unsere übliche Tabelle, die ich mal irgendwann aufgerichtet habe. Da geht es darum, dass das Ganze hier in 7 Kategorien eingeteilt wird. Zum einen die Information des Kanals, wie gut und qualitativ hochwertig schätze ich die Information dieses Fitness-Kanals ein, Sascha Huber. Dann Entertainment-Faktor, wie unterhaltsam ist das Ganze? Die Persönlichkeit, ja, es ist komisch, eine Persönlichkeit zu bewerten. Wie wirkt diese Persönlichkeit für mich? Die Authentizität, die Videoqualität selbst von dem Kanal, die Expertise, die ich Sascha Huber dann eben zutraue als Fitnesstrainer und dann die Gesamtbewertung mehr oder weniger. Wir sehen hier zum Vergleich mal das, was bereits bei 2 Alma-Nachwertungen ein Coach Eddie und ein Simon Teichmann von Body IP bekommen haben und können uns daran so ein bisschen orientieren. Gehen wir mal bei Sascha Huber vom Informationswert. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich hier nur wirklich 5 Punkte geben. Er ist mehr auf Unterhaltung gestimmt. Wie viel Information kriegt man schon, wenn jemand die größte Pizza isst oder mal 30 Tage kalt duscht und so weiter? Da kommt mehr Unterhaltung bei rum als tatsächlich Information. In den Trainings haben wir gerade mal ganz kurz reingeguckt. Auch da, es ist vielleicht motivierend für jemanden, der zu Hause trainiert, aber rein von den Informationen, man kann besser trainieren, man kann das besser erklären, wie man trainiert, und da kann ich jetzt nicht so viel Information rausgewinnen. Und das Ganze gilt, sobald ich durch den Kanal seppe, zieht sich das weiter fort. Es ist entweder Unterhaltung oder die Informationen bleiben ein wenig auf der Strecke. Ganz selten sind da Videos drunter, die wirklich viel an Wissen weiterbringen. Dann haben wir den Entertainment-Faktor. Da ist er höher als die anderen beiden, denn er setzt ja nun mal auch auf Entertainment. Allerdings eben, wie ich finde, jetzt auch nicht richtig gut. Also das, was er als Entertainment macht, ist jetzt nicht super abgefilmt und mich greift es jetzt auch relativ wenig. Ich finde, es ist eine Art von sehr schlichter Unterhaltung. Aber er setzt viel auf Unterhaltung und ich glaube, da sind die Leute, die eher auf Unterhaltung setzen, vielleicht besser mit aufgehoben. Dann kommen wir zur Persönlichkeit. Hier großer Unterschied zur Authentizität, zu der wir etwas später kommen. Die Persönlichkeit selbst würde ich jetzt nicht unbedingt schlecht bewerten, auch wenn das gerade die ganze Zeit so klang, weil ich glaube, dass er schon jemand ist, mit dem man sich gut verstehen kann, der ganz gut drauf ist. Er weiß einfach nur, sich zu vermarkten und hat eine deutliche Trennung zwischen dem Sascha Huber Fitnesskanal und Fitnessguru und wahrscheinlich dem echten Sascha Huber, der ist. Und da traue ich ihm gar nicht zu, dass er irgendein Arsch ist oder so. Deswegen hier gehe ich davon aus, 7 Punkte für die Persönlichkeit, was auch immer das heißen mag, zieht euch selbst was raus. Und dann haben wir die Authentizität und da kriegt er nur mickrige 3 Punkte, aus den schon genannten Gründen. Er faked einfach fast jede Emotion, es ist auch noch unglaubwürdig, innerhalb von einem Video kommen die größten Widersprüche zustande und es ist wirklich kaum erträglich, wie fake das Ganze ist, was sich bis zu den Thumbnails seiner Videos hinzieht, wo einfach die Bilder so viel krass anders aussehen als alles, was drin ist. Die Überschriften, die immer extremer und over the top sein müssen. Also das ist schon sehr nervig und Authentizität, gut, kann sein, dass viele von euch auch jetzt gar nicht darauf stehen, die ist auf jeden Fall hier äußerst niedrig. Videoqualität ist auch unterdurchschnittlich. Er filmt das meistens ganz normal ab,
was das jetzt heißt. Ich meine, ne, meine Videoqualität hier würde ich noch schlechter sogar bewerten, weil das ist auch einfach nur straight in die Kamera. Da ist keine große Qualität, im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Videos, die ein bisschen aufwendiger sind. Aber grundsätzlich ist da eben jetzt auch nicht viel zu holen. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel Body IP. Die sind einfach höher produziert und das merkt man auch direkt. Die Expertise, was traue ich ihm zu? Wie groß ist er als Experte? Auch da würde ich sagen, ja, Durchschnitt bis leicht unter Durchschnitt. Denn ich sehe, wenn ich in die Videos reinseppe, wirklich nicht großartig, habe ich schon gesagt, den Informationsgehalt und leite auch daraus ab, dass er eigentlich jetzt nicht so viel Ahnung hat oder mir noch irgendetwas erzählen könnte. Da traue ich ihm nicht ganz so viel zu und das, was er weitergibt, ist jetzt auch nicht unbedingt immer von der Qualität wirklich richtig anspruchsvoll. Es sind ein paar Videos dabei, die sind gut, aber das würde jeder schaffen, der auch einfach mal so zwischendurch nur eine Stunde recherchiert und dann ein Video daraus macht. Aber traue ich ihm zu und sehe ich, dass er wirklich ein Fitness-Experte ist? Eigentlich nicht. Und damit kommen wir zu einer Gesamtbewertung von gerade mal 5,2. Das mag jetzt recht mickrig aussehen. Ich halte ihn, naja, für sehr gehypt und überschätzt. Allerdings für denjenigen, der zu Hause ein bisschen was machen möchte und ein bisschen muskulöser und fitter sein möchte, mag es ja auch funktionieren. Und da kann ich nicht sagen, ihr fallt auf einen Betrüger rein oder so. Das zumindest nicht. Für mich wäre es weniger was als Fitnesskanal, finde ich, ist er dafür einfach zu wenig fitnesslastig und zeigt einfach zu wenig davon. Und nun ja, das ist mehr oder weniger das, was ich von Sascha Huber halte. Jetzt kann ich mich damit natürlich wieder mächtig unbeliebt machen, immerhin so ziemlich der erfolgreichste Fitness-YouTuber, der hier rumguckt. Aber ich hoffe, egal wer es sieht da draußen und auch wenn er selbst es sieht, man merkt an der Kritik, dass er eigentlich nichts dabei ist, was wirklich ihn trifft, beleidigt. Ich kann auch nicht sagen, dass er irgendwo etwas bewusst an blöden oder falschen Informationen rausgibt. Es ist wirklich eine Geschmackssache und ich bin nun mal Vollblutpumper. Das mache ich hier und damit bin ich auch an der Zielgruppe vorbei. Nun ja, also so viel zu Sascha Huber. Ich hoffe, The Scorp, dass sich das so halbwegs zufriedenstellt, möchte es aber auch gerne wissen. Deswegen, du und alle anderen, haut mir in die Kommentare, was haltet ihr von Sascha Huber? Habt ihr schon mal Videos von ihm gesehen? Ist das was für euch? Würdet ihr ganz gerne, dass der Sascha, der ich bin, von Gotti Fitness, auch mal mehr Videos macht wie er? Homeworkouts, Ganzkörperworkouts und so weiter. Soll ich mal ein bisschen in die Richtung gehen? Habt ihr spezielle Videos von Sascha Huber gesehen, wo ihr denkt, oh bitte, sag doch mal etwas dazu. Ist das denn wirklich so? Wie findet ihr ihn? Findet ihr das sympathisch, wie er auftritt, diese ganze Motivationsart? Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare, haut's mir rein. Wenn euch so ein Video gefallen hat und euch diese Meinung interessiert und ihr mehr davon sehen wollt, gebt mir einen Daumen. Ansonsten lasst sowieso ein Abo da, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und schaut euch mein 1000 Abo-Special an. Krass, ne? Ich habe 1000 Abos und der hat mal eben das 1000-fache mehr. Ja. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.